Hallo und willkommen bei meinem neuen Video. Heute mache ich mal was ganz Neues, habe ich noch nie gemacht. Und zwar gehe ich mit meinem kleinen Bruder, Christian, der ist auch wieder dabei. Wir gehen heute auf Aalangeln. Wir haben jetzt circa 6:45. Wir werden jetzt schon unser Zeug richten, die Routen vorbereiten. Auch ein bisschen, bevor es ganz dunkel ist, ein bisschen auf Barsch, Hecht angeln. Ja, und dann, wenn es ganz dunkel geworden ist, dann legen wir die Routen raus. Wir haben eine ganz klassische Montage rausgesucht. Einfach die mit dem Anti-Tangle-Boom und einem Tauwurm. Ganz einfach. Aber seht ihr dann nachher noch. Ja. Und mal schauen, ob heute noch was läuft. Hier am Rhein. Wir werden eine Anti-Tangle-Boom, eine Angel-Tangle-Boom-Montage angeln. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Und zwar haben wir hier das Anti-Tangle-Boom. Vor das Anti-Tangle-Boom machen wir einen ganz normalen Stopper. Also die Montage ist wirklich eine ganz einfache, die ist gar nicht kompliziert oder sowas. Ziehen wir den Stopper mal nach vorne kurz. Dann kommt das Anti-Tangle-Boom rein. So. Vor das Anti-Tangle-Boom machen wir eine Perle. So. Perle vorne dran. So, und vor die Perle oder nach der Perle, wie man es nimmt, kommt ein Wirbel dran. Und an diesem Wirbel kommt dann auch später unser Haken. Brauchst du einen Wirbel? Ja, danke. Da kommt dann ein ganz normaler Knoten. Das ist ein Wirbelknoten. Ganz wichtig, die Knoten immer ein bisschen anfeuchten. Und dann halten die auch richtig, richtig gut. So, an den Wirbel, also ich kann euch schon mal zeigen, wie das bis jetzt aussieht. Hier. So sieht es aktuell aus. Hier kommt dann nachher unser Blei dran und hier unten kommt jetzt eine monophile Schnur. So, und ans Ende dieser monophilen Schnur machen wir einen Haken. Ein bisschen so einen Wurmhaken, dass der Wurm auch gut drauf bleibt. Das ist jetzt die Größe 4. Wir haben eine fette Packung Würmer, 24, was sind das für Würmer? Tauwürmer. Tauwürmer, genau, ich bin gerade nicht auf dem Namen, ich dachte Andromeda-Würmer, aber das ist was anderes. Was? Tauwürmer, genau, so. Das sind schon richtige, oh, die wollen nicht, machen wir die Erde weg, Alter, die wollen ja nicht raus. Alter, die sind richtig stark, ey. Oh. Wenn da nichts drauf beißt, dann weiß ich auch nicht. Selber drauf. Nee, ich nicht. Bin nicht so der Wurmfreund. So sieht es aus. Und ich habe auch noch gelesen, dass der Aal immer die verletzten Stellen angreift. Sprich, wir schneiden jetzt vom Wurm die unterste Spitze einfach ab und machen die dann noch mit auf den Haken. Mal gucken, dass wir auch die richtige Stelle erwischen. Ja. Der Kollege will nicht. So, das ist ab. Und der Wurm gibt natürlich noch mal so ein bisschen verliert noch ein bisschen Schleim.
Bruten liegen beide im Wasser. Die ersten Grundelkontakte hatten wir schon. Genau. Ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben angeln wir jetzt Aal. Mhm. Hab mal mein anderer Bruder, der hat es schon mal versucht, auch an der Stelle. War ein bisschen erfolglos, aber ich habe ein bisschen auf alle Angeln beobachtet und da habe ich jetzt gesehen, über die letzten Monate haben hier ein paar Leute alle geangelt. Wir hoffen natürlich, dass heute ein bisschen was geht. Wir werden so bis 1 Uhr angeln. Wir haben jetzt, wie viel haben wir jetzt? Na komm. 19, 20 Uhr. Wir haben jetzt 7:45 Uhr. Wir werden jetzt ein bisschen jetzt warten, bis es noch dunkler geworden ist. So, was war die beste Beißzeit? Was hast du gesagt? Zwischen 23 und 1 Uhr ist eigentlich die beste Zeit. Nein, nicht 23. Ab 23. 23 Uhr ist die Mitte und dann von 21 Uhr. Von 21 Uhr bis 1 Uhr soll eine richtig gute Beißzeit sein. Jetzt schauen wir mal. Wir werden jetzt immer so die Ruten eine halbe Stunde Wasser lassen. Dann mal rausholen, mal gucken, ob der Wurm noch dran ist, ob der nicht abgefressen wurde von den Grundeln. Ja, und dann hoffen wir mal, dass heute Nacht noch ein bisschen was läuft. Es ist jetzt noch nicht ganz, ganz dunkel, man sieht noch ein bisschen gut, denn das Handy wird noch, oder die Kamera wird das noch ein bisschen hochstufen, dass es ein bisschen heller aussieht. Genau, ihr könnt ja mal erzählen, ob ihr schon mal auf Aalangeln wart, mit was für einer Montage, wie erfolgreich ihr wart und ob ihr auch am Rhein angeln wart. Ich finde, am Rhein finde ich immer ganz spannend, hier gibt es so viele Fische und man kann sich da echt richtig austoben. Ja, bin immer gespannt, ob jetzt bis 1 Uhr noch ein bisschen was läuft. So, sieht gut aus. Mein Bruder hat schon was. Mal gucken, Kescher holen. Komm mal ran, wo bist du gerade? Keine Ahnung. Oh, ah, ein Barsch, ein kleiner. Komm mal rüber. Ja, sehr schön. Witzig. Auch mit der Anti-Tangle-Boom-Montage ein Barsch. Richtig, richtig cool. Christian? Fisch ist Fisch, gell? Fisch ist Fisch. Was soll ich sagen? Mega, Glückwunsch. Danke. Achso, Mann. Da, bitte. Route liegt wieder draußen. Gucken, dass ich nicht zu hell leuchte, sonst verscheuche ich die Aale. Es wird auch schon langsam richtig dunkel. Mein Bruder ist auch super happy. Hat jetzt den Barsch gerade freigelassen und wird jetzt die nächste Montage vorbereiten. So, wir haben jetzt gerade mit Glocken, es hat gerade richtig gebimmelt. Schauen wir mal, ob was dran ist. Na, aber sieht schlecht aus. Aber da war gerade schon ein richtig ordentlicher Bimmler. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, was soll man sagen? Kurz nach 11 und ein kleiner Wels. Oh ja. Sehr schön. Boah, der ist schwer. Klein, aber schwer. Check. Ja, gut gelaufen. Ja, das war interessant. Also, er hat kurz losgebimmelt, bei mir auch direkt. Und dann lief erstmal gar nichts. Dann haben wir überlegt, 2-3 Minuten, sollen wir eindrehen, sollen wir nicht eindrehen? Und dann haben wir eingedreht und wir dachten erst, es ist Gras, aber... Also hat sich auch nichts gewehrt oder so. Ja, gleich zeigen wir euch den Fisch. Na ja, mal Christian, mach mal deine Stehlampe aus. Ja, musst du drauf drücken. So, einmal für die Petri. Danke. So, komm, warte, ich mach sie dir an. Ja. Und dann lassen wir mal frei. Sehr schön.
Stark. Also, ja, das war jetzt ganz lustig. Hoffen wir mal, dass es heute noch ein bisschen mehr läuft. Jetzt macht Christian erstmal wieder seine Route bereit und dann hoffen wir mal, dass es weiter so geht. Das Lustige ist, kurze Story so am Rande, egal welchen Fisch Christian fängt, es ist immer wie so ein Stück Totholz. Das stimmt nicht, ganz ehrlich. Die wehren sich bei ihm nie. Er hat nie irgendeinen Drill. Der wählt zwar jetzt klein, aber egal welcher Fisch, mach mal deine Stirnlampe aus. Was? Egal welchen Fisch er angelt, egal welcher. Nein. Es sind immer so. So, ist da jetzt eigentlich was dran? Und erst am Ufer, wenn man ihn gecashert hat, die Fische machen gar nichts bei dir. Egal. Willst du uns dazu was erzählen? Wie ist es denn so zu drillen, wenn sich nichts wehrt? Ich sag's, wie es ist. Fisch ist Fisch. Ich nehme dazu auch keine Stellung. Ich sag, meine Fische kämpfen auf eine andere Art und Weise. Ja, bei meinen Haken. Und zwar, das ist der größte Kampf, und zwar, dass sie nicht auf meinem Teller landen. Und da müssen sie sich schon sehr viel Mühe geben. Genau, also finde ich freche Unterstellung. Könnte auch mit dem Haufen Gras verwechseln. Oh, ganz plötzlich die direkt losgesummt. Komm mal rüber mit der Route, Christian. Ja. Machen wir mal die Glocke schnell weg. Komm her. Okay. Plötzlich ging es auf einmal los. Schauen wir mal. Puh, schwer. Tut sich was? Nee, aber ist. Schauen wir mal. Schwer. Kescher, wo ist, falls da was dran ist? Alter. Puh, ganz plötzlich. Angel hat es direkt rangezogen. Direkt reagiert. Schauen wir mal, wo bist du? Keine Ahnung. Ich hatte auch gerade frisch meine Route gemacht. Das ist ein schwerer Fisch. Was Schweres? Ja, wenn es einer ist, ist es schwer. Also wirklich. Oh ja, ist was. Bitte nicht nochmal ein Wels. Doch. Und hab ihn. Weiter vorne, ja genau. Sehr schön. Geil. Geiler Fisch. So kann es weitergehen. Das wäre super, wenn wir mal einen Aal erwischen. Also ihr glaubt mir das einfach nicht. Bei mir die ganze Zeit die Glocke bim, bim, bim. Dann ist ruhig und dann passiert wieder nichts und dann drehe ich ein, Wurm weg. Die ganze Zeit. Bei Christian, bimmel, bimmels, tut sich nichts und dreht er irgendwann ein, Fisch dran. Aber was heißt hier irgendwann außer kurz jetzt, danach? Der Wels jetzt, der war gut. Der hat auf einmal, also die Angel, er musste direkt nach der Angel greifen, die hat es richtig mitgezogen. Aber bei mir gar nichts. Ich verstehe es nicht. Oh Mann, ey, ich hätte, also irgendwie unsere Wels-Mission, ey, das ist ein bisschen hell. Unsere Wels-Mission ist irgendwie. Wels-Mission. Ja, da sind wir schon. Gelaufen. Wir fangen schon so viele Wels. Unsere A-Mission, was wir eigentlich vorhatten, ja, ist zu einer Wels-Mission geworden. Ja, es ist doch okay, zwei Stück. Ja. Zusammen vielleicht einen Meter, wenn es hochkommt. Der letzte, der war echt schön, ja. Ja, der war toll. Jetzt bleiben wir noch circa eine halbe Stunde ja. Und gucken mal, ob wir vielleicht noch einen Aal erwischen. Also den gewünschten Zielfisch. Genau. Das ist hell. Okay, wir sind jetzt mittlerweile zu Hause angekommen. Alle haben wir dieses Mal leider nicht geangelt, aber es wird ein Reopen geben. Wir werden es auf jeden Fall nochmal versuchen und dann holen wir auch welche raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe doch auch. Schaut euch gerne unsere anderen Videos an oder meine anderen Videos. Seine, dann ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.